meine Damen und Herren, die Sensation der Ausstellung. Eine echt marokkanische Oase, bevölkert von den wilden Söhnen der Wüste, aber ihre Ruhe ist nur scheinbar. Dahinter verbirgt sich ein ungezähmtes, echt afrikanisches Temperament. Hey! Was gibt's denn da zu lachen? Wenn Sie eine Ahnung hätten, was sich die Kerle dazu rufen. Was denn? Das kann man laut gar nicht sagen. Oh. Aber woher können Sie denn das verstehen? Ich komme gerade von da unten. Ach, Marokko muss wunderbar sein. Noch hundertmal schöner, als man denkt. Wenn ich 5000 Francs hätte, in 5 Jahren wäre ich dort Millionär. Die haben Sie nicht? Schade. Aber zu einem Aperitif langsam. Glauben nicht. Dann gib mir eine Zigarette. Das war die letzte. Dann gib mir wenigstens einen Kuss. Noch einen? Danke, der genügt. Also, das ist Marokko, über das wir jetzt alle Tage schreiben. Was hast du denn da? Eine Nargile. Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber es gibt ein Feuilleton, Geheimnis arabischer Bazar. Gezeichnet von unserem nach Marokko entsandten Sonderberichterstatter. Ich finde, das schaut hier sehr nett aus. Jedenfalls gar nicht so armselig, wie unser braver Kolonialminister in jeder Rede behauptet. Bravo, Forestier. Wir leben davon, dass wir das Gegenteil von der Regierung sagen. Also los, loben wir Afrika und die lieben Beduinen. Kommt ihr mit? Ich muss noch ein paar maurische Eindrücke sammeln. Na, dann auf Wiedersehen, aber ihr kommt doch morgen Abend zu meinem Essen. Wir schon, aber Gérard wird absagen, er muss in die Provinz. Das ist ärgerlich, dann sind wir ja bei Tisch 13. So abergläubisch ist deine Frau. Sie nicht, aber ich. Bitte nach, aber bitte. Das ist doch Georges Duroy. Forestier, altes Haus, wo kommst du denn her? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Mindestens 10 Jahre. Bitte weitergehen. Komm, wir trinken einen Aperitif, bitte. Entschuldigung, bitte. Seit wann bist du in Paris? Seit gestern. Zwei Mandarin. Bitte. Und die ganze Zeit warst du in Afrika? 5 Jahre. Ah, du gingst ja damals zu den 5. Husaren. Zu den 6. Na? Bist du Offizier geworden? Nein. Hat nur bis zum Sergeanten gereicht. Na dann, Prost. Prost. Und jetzt? Ich bin blank. Den Rest meiner Löhnung hinausgehauen in einer Nacht. Paris. Was magst du, Forestier? Ich bin Journalist geworden. Habe Karriere gemacht, wie man so sagt. Leitartikel bei der Vie Française. Kenn ich nicht. Was? Die kennst du nicht? Das ist eine Bildungslücke. Das sitzt. Der Kolonialminister wird toben. Es wird immer schwerer für ihn, so zu tun, als ob es überhaupt keine Marokko-Frage gibt. Und jetzt noch die Ausstellung? Verhindern wollte er sie. Wegen mangelnden Bedürfnisses. Na, da hat er ja die Antwort von Paris. Täglich überfüllt. Man beginnt sich für Marokko zu interessieren. Jetzt muss man den Leuten einhämmern, dass es ein wahres Schlaraffenland sein könnte. Schlaraffenland ist sehr gut. Werde ich mir merken. Ich kann nicht mehr. Deine Begabung liegt eben auf einem anderen Gebiet, Liebling. Schon 23:30? Um Himmels Willen. Ich muss zu meinem Mann. Also, du kommst morgen Abend. Gerne. Meine Frau wird sich freuen. 8 Uhr, Frack. Frack? Ach so. 20 Frauen wird reichen. Na, lad dir eine. An den Galgen, an den...
meine verehrte Herrschaft, bringe ich Ihnen eine Dubitante, von der ich hoffe, dass Sie sie alle gern leben lassen werden. Fräulein Rachel wird Ihnen jetzt etwas nach Ihrem Herzen singen. Ein echtes Pariser Lied, das alle kennen und lieben. Darf ich bitten? Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es gelingt den Liebling vieler Damen, die ihn zu lieben, die den Augen bewahren. Doch arme Felder hat es komponiert, hat es die schönen Frauen, den ich zier. Und weiß der Zauber, trinkt und süßig, was ich ganz verriert. Hast Glück, beide Frauen. Damit sind unsere künstlerischen Darbietungen für heute beendet. Gratuliere, Herr. Wollt ihr was trinken? Ob Sie was trinken wollen? Natürlich, Champagner. Auf das Wohl der großen Künstler. Marokko ist wunderbar. Wenn ich 5000 Francs hätte. Aber du hast sie doch nicht, Liebling. Ich bin so müde. Wollen wir gehen? Ja. 3 Flaschen, 18 Francs. Gib ihm 20. Wie? Also? Gehen wir zu dir? Ach, weißt du, bei mir, da ist so, das ist so weit. Gehen wir doch lieber zu dir. Gut, aber du musst ganz leise sein. Hier wohnst du?
Mhm. Lass aber raus! Wer ist das? Das ist ja nur Coco. Lass mich! Coco, sei still! Gar keine Künstlerin. Noch nicht. Aber warte nur ab. Bist du jetzt sehr enttäuscht? Bist du verrückt? Die Gnädige schläft noch. Ach, ihr ungeschickten Männer. Das verlernt man in Afrika. Woher kannst denn du das? Ich muss dem Freund meiner Gnädigen immer die Frackschleife binden. Ach, Frackschleife. Na, was macht dich denn dabei so melancholisch? Na, ja, zu einer Frackschleife gehört auch ein Frack. Ja, na und? Der Frack ist weg. Wieso? Nur gestern Abend. 3 Flaschen macht 18 Francs, plus 2 Francs sind 20 Francs, sind gleich ein Frack. Du ärmst. Ich reiche. Frau von Marell, ich bin entzückt. Sie sehen wieder einmal verführerisch aus, meine Liebe. Und dieses bezaubernde Schwarz. Ach, Herr Voltaire, der Anlass ist traurig genug. Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht. Frau von Marell, wieder einmal in Schwarz? Ach ja. Unser Chef wollte Sie trösten, verehrteste. Vorsicht, Madame. Wenn ein Zeitungsbesitzer sein weiches Herz entdeckt, wird das gefährlich. Nicht für mich. Ich habe das Kapitel Männer für immer abgeschlossen. Oh. Wieder einmal? Wir richten diesmal der Anlass zur Trauerkleidung. Der kleine Baron hat sie verlassen vor 3 Tagen noch. Sie wird nicht lange einsame Witwe bleiben. Schwarz steht ihr aber gut. Und das weiß sie. Trotzdem, mehr als 2 Wochen gebe ich nicht bis zum ersten bunten Kleid. Los, zur Apfeltrunk! Verehrte Freunde, bei den antiken Völkern herrschte der schöne Brauch, am Ende eines Mahles seinem Gotte zu danken. Dem Allesbeherrscher Zeus, dem Freudenspender Bacchus oder ganz einfach und sehr bequem, dem unbekannten Gotte. Wir heute Abend brauchen nicht lange zu überlegen, welcher Göttin am Ende unseres Mahles ein Dankspruch gebührt. Natürlich der Herrin dieses Hauses. Erheben Sie also mit mir Glas auf Frau Madeleine, den guten Geist, die Egeria und die Muse unseres lieben Kollegen Forestier. Zum Wohl! Zum Wohl! Zum Wohl! Zum Wohl! Also Maurice lässt sich nun wirklich scheiden? Ja, bestimmt. Und zwar ja nicht anders zu erwarten, nicht wahr? Kennen Sie Maurice? Nein. So. Und was ist mit Yvonne? Ist es wahr, dass sie ein Baby bekommt? Was sagst du? Wer ist denn eigentlich ihr Mann? Der dicke Miron. Ah, und wer ist da der Papa? Kennen Sie Miron? Leider nein. Sag mal, wen kennen Sie denn überhaupt in Paris? Fast niemand, gnädige Frau. Sie sind ja eine Rarität, mein Lieber. Also, was ist denn nun mit Marokko? Heute früh war in der Kammer wieder eine wilde Debatte. Forestier, wir müssen eigentlich dazu Stellung nehmen. Dringend nötig, Herr Voltaire. Aber wer von uns weiß über das verdammte Land wirklich Bescheid? Tja, das ist es ja eben. Der Kolonialminister behauptet dauernd, dieses Marokko ist kein Franc wert. Es ist eine wertlose Wüste von armseligen Räubern bewohnt. Aber es ist ja Unsinn. Verzeihung, ich meine nur, Marokko könnte ein wahres Paradies sein. Sie waren in Marokko? Ja, gnädige Frau, ich habe dort gelebt. Mehrere Jahre. Und Sie halten das Land für zukunftsreich? Unbedingt. Wenn ich zum Beispiel 5.000 Francs hätte
dann werde ich in Marokko innerhalb von 5 Jahren Millionär. Gott, wie aufregend. Alle Welt redet jetzt über Marokko und plötzlich sitzt neben mir ein Mensch, der wirklich dort war. Ja, wo soll man da beginnen? Marokko erscheint Ihnen seltsam. Durch seine Bauten, seine Menschen, durch die Geheimnisse der unendlichen Wüsten und die schweigsamen Täler seiner Berge. Fantastisch, wunderbar. Marokko ist wunderbar. Und am wunderbarsten die Fülle seiner unerschlossenen Kräfte. Ein ungeheuer reiches Land ruht zwischen Gebirge und Wüste. Man müsste es erwecken, erschließen, mit Hilfe unserer Zivilisation. Dann würde das schlafende Land der Wunder aufblühen und dem, der es erweckt, 100-fache Ernte bringen. Und über allem der hohe Atlas. Breit hingelagert wie ein riesiges, schlafendes Kamel mit Höckern aus Eis und Schnee. An seinen hängen Gärten, wundervolle Gärten, wie aus tausend einer Nacht. Ein Meer von Rosen, eine scharlachrote Brandung, ein Duft, der sich mit dem Gluthauch der Wüste mengt und den man riecht von Marrakesch bis Casablanca. Aber himmlisch. Aber Sie erzählen ja wie ein Dichter, mein Lieber. Sie sollten das alles aufschreiben. In Ihrem Blatt, Herr Voltaire. Was meinen Sie? Ach ja, Herr Voltaire. Das wäre nett an Ihnen. Dann hätten wir auch einmal etwas Amüsantes in der Vie Française zu lesen. Wenn ich Ihnen damit eine Freude machen kann, verehrte gnädige Frau, selbstverständlich. Also gut, junger Mann, schreiben Sie mir einen Artikel über Marokko. Sagen wir bis übermorgen. Abgemacht. Tausend Dank. Hört ihr das an? Was denn? Dein Freund ist wirklich amüsant. Er kann beobachten, er kann erzählen. Und er hat ganz gesunde Ansichten über Marokko. Findest du nicht? Na, ich danke dir. Und Artikel schreiben, das wäre eine schöne Blamage. Ziemlich ungerecht, unser guter Forestier. Also ob er ohne seine kluge Madeleine auch nur eine Zeile schreiben könnte. Psst, im Hause des Gehängten redet man nicht vom Strick. Sie sind ja ein interessanter Mann und boshaft. Den ganzen Abend stellt er sich dumm und auf einmal entpuppt er sich. Wenn man so entzückende Zuhörer hat. Was sagst du, Madeleine? Flirten kann er auch. Sie sind ja ein gefährlicher Mensch. Sie müssen mir übrigens noch viel mehr erzählen. Besuchen Sie mich doch einmal zum Tee. Gern. In den nächsten Tagen bestimmt. Auf Wiedersehen, Lies. Auf Wiedersehen. Es war besonders reizend heute. Gratuliere. Erfolg auf der ganzen Linie. Übrigens, wenn Sie bei Ihren ersten Artikeln nicht gleich zurande kommen, ich helfe Ihnen gern. Sie, gnädige Frau? Als Frau eines Journalisten habe ich eine gewisse bescheidene Erfahrung darin. Och, so ein Artikelchen, tausend Dank, aber das werde ich schon allein schaffen. Zeigen Sie mal her, was Sie geschrieben haben. Ja, also eigentlich in gewissermaßen gar nichts. Oh. Na, dann setzen Sie sich einmal hierher. Wie würden Sie Ihren Artikel anfangen? Ich dachte, Casablanca ist eine weiße Stadt. Und dann? Und dann, ja, dann weiß ich Ihnen nicht weiter. Schreiben Sie. Als ich in Casablanca an Land ging, war die Stadt, welche die Weiße heißt, in einen smaragdgrünen Dunst gehüllt. So war das nicht. So war es. Aber ich kam aus dem Innenmarokkos. Ich bin überhaupt nicht an Land gegangen. In diesem Augenblick, Herr Duroy, gehe ich in Casablanca an Land. Also bitte lassen Sie mich landen. Bitte? War die Stadt, welche die Weiße heißt, in einen smaragdgrünen Dunst gehüllt und fahl wie eine Leiche. Wirklich? So sah sie aus. Wie Sie das mit einem Satz ausdrücken können, wunderbar. Also bitte, wir arbeiten jetzt. Dieses reiche, schöne Land braucht nur die brüderliche Hilfe zivilisierter Staaten. Dann wird es ein Paradies sein. Ein wahres Schlaraffenland. Schlaraffenland. Aus? Aus. Wunderbar. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Herr Voltaire liebt keine Unpünktlichkeit. Oh, wir haben ja noch gar keine Überschrift. Wie soll denn der Artikel heißen? Vielleicht Marokko mit meinen Augen gesehen. Nochmals tausend Dank.
Ausgezeichnet, Herr Büro. Wirklich sehr begabt, junger Mann. Sie sind zu brauchen. Lassen Sie sich 100 Francs an der Kasse auszahlen. Vielen Dank, Herr Walter. Und betrachten Sie sich als Mitarbeiter meines Blattes. Bringen Sie uns bald mehr, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Marokko mit meinen Augen gesehen. Typischer Stil Forestier, was? Das heißt also Madeleine. Hörst du die Hörner wachsen? Auf Wiedersehen, mein Herr! Hallo, Herr Duroy. Hier. Guten Tag. Eben habe ich Ihren Artikel gelesen. Reizend. Und da habe ich mir gedacht, ich hole Sie lieber gleich ab. Sonst vergessen Sie noch meine Einladung, Sie junge, berühmte Autor. Erlauben Sie mir von meinem ersten Honorar. Ich bin so glücklich. Drei. Wollen wir Ihnen vorfahren? Oder nein? Sie wollten mir doch noch so viel erzählen. Kommen Sie zu mir. Wir trinken zu Hause Tee. Ich habe etwas ganz Wichtiges auf der Redaktion vergessen. Aber, was ist das für ein Unsinn? Jetzt wird erst einmal Tee getrunken. Kommen Sie. Hört mich! Oh, sei still. Wo bleiben Sie, lieber Freund? Nehmen Sie Platz, lieber Freund. Ich kriege mir sofort den Mädchen, damit sie uns den Tee bringt. Herein. Stellen Sie das Tablett nur her. Wir bedienen uns selbst. Bitte schön, gnädige Frau. Ach, die Zuckerzange haben Sie schon wieder vergessen, Henriette. Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich hole Sie sofort. Nein, lassen Sie nur, wir nehmen schon so. Sie müssen entschuldigen, lieber Freund. Die Kleine ist noch neu. Meine Zofi ist mir nämlich gestern weggelaufen. Stellen Sie sich vor, Künstlerin wollte sie werden. Zwei Stückchen Zucker. 1000 Dank. Woran denken Sie? Ich möchte meine Frau sprechen. So, sie ist nicht zu Hause. Seit wann ist sie fort? Hat sie nichts hinterlassen, wann sie zurückkommt? So, danke. Ich möchte den Abgeordneten Lauer sprechen. Ausgeschlossen. Fraktionssitzung. Es ist sehr wichtig. Ich werde es versuchen. Verstehe nicht. Eine Dame? Wo ist sie denn? Madeleine. Es ist gut. Was tust du hier? Schrecklich leichtsinnig. Es klingt nicht anders. Ich musste dich erreichen. Wir können uns heute nicht sehen. Forestier ist so merkwürdig seit ein paar Tagen. Fortwährend telefoniert er nach mir, fragt, wo ich bin. Ich fürchte, er hat etwas gemerkt. Das darf auf keinen Fall sein. Geh schnell nach Hause, Liebste. Leb wohl und sei vorsichtig. Ich bitte dich. Du bist zu Hause? Wo kommst du her? Du willst mir nicht antworten? Dann werde ich dir sagen, wo du warst. Bei deinem Geliebten. Ach, du leugnest erst gar nicht. Ich weiß auch, wer es ist. Georges Duroy! Du lachst. Hier der Beweis. Das ist deutlich dein Stil. Ich bin eine komische Figur. Die ganze Redaktion lacht über mich. Ich darf dein Schweigen wohl als Geständnis auffassen.
Was gedenkst du zu tun? Willst du dich schießen? Schießen? Nein. Ich finde es unritterlich, einer Frau, die man einmal geliebt hat, eine Truppe zu hinterlassen. So ein guter Schütze bist du? Der allerschlechteste, den es gibt. Aber gerade die treffen. Eine alte Duellerfahrung. Sehr rücksichtsvoll von dir. Also, du willst dich nicht schießen. Was dann? Wir werden uns scheiden lassen. Ja, wenn du glaubst, dass du mich nicht mehr brauchst. Ach, darauf spielst du an, dass mir deine Mitarbeit fehlen wird. Sei beruhigt, ich werde ohne sie auskommen. Streiten wir nicht, wenn du meinst. Lassen uns eben scheiden. Mein Lieber, so nachdenklich. Du scheinst dich gar nicht zu freuen, dass ich endlich frei bin und dass wir ganz ungestört zusammen sein können. Oh doch, verzeih mir. Ich überlegte nur eben etwas Sonderbares. Darf ich es erfahren? Gewiss. Ich dachte darüber nach, wie wir jetzt Forestier ersetzen könnten. Ich meine natürlich nicht als Ehemann, aber der Kampf gegen den Kolonialminister spitzt sich zu. Gerade jetzt wären unsere Artikel in der Unabhängigen Vie Française von unschätzbarem Wert. Und nun haben wir Forestier nicht mehr zur Verfügung. Schade. Ich werde dich Bellamy nennen. Soll das ein Kosename sein? Kommt ganz darauf an, wie man es ausspricht. Bellamy. Küss mich. Ach, George, ich bin die glücklichste Frau der Welt. Wir werden einander nie verlassen. Nie, nicht wahr? Nie. Ach, das ist ja Madeleine Forestier. Wer ist denn das? Irgendeine kleine Bekannte, ziemlich geschwätzig. Bitte nenn meinen Namen nicht, ja? Liebste, wir haben uns lange nicht gesehen. Herr Meunier, ein lieber Besuch aus der Provinz, Frau von Marais. Herr Duroy, darf ich vorstellen? Guten Tag, gnädige Frau. Warum lassen Sie sich gar nicht mehr bei mir sehen? Das finde ich gar nicht nett von Ihnen, wo Sie doch der Anlass zu meiner Scheidung waren. Oh. Kommen Sie doch gelegentlich bei mir vorbei. Sagen wir gleich morgen. Gerne, gnädige Frau. Was willst du von dem jungen Mann? Verstehst du nicht? Ein Geschenk des Himmels. Mein kleiner Scheidungsgrund ist doch ebenfalls Mitarbeiter der Vie Française. Der Ersatz für Forestier ist gefunden. Meine kluge Madeleine. Ich möchte wissen, was das heißt. Du wärst der Scheidungsgrund Madeleines. Eine Dummheit. Forestier war eifersüchtig, weil ich mit ihr gearbeitet habe. Du warst bei ihr. Einmal, um einen Artikel zu schreiben. So, ich kenne dich. Sie gefällt dir, diese neunmal kluge. Lass mich aussteigen, sofort. Aber lieb. Du betrügst mich. Oh! Scheidung. Rühr mich nicht an oder springe ins Wasser. Ah! Ah! Du willst mich ertränken. Oh! Und deinen Weg habe ich all meine schwarzen Kleider verschenkt. So, sei doch gut. Du irrst dich. Madeleine denkt nicht. Die denkt nicht daran. Kommen Sie doch mal wieder zu mir, morgen gleich, wenn es geht. Die kannst du schon gar nicht mehr erwarten. Ach, ich bin die unglücklichste Frau der Welt. Oh. Aber. Einen Augenblick bitte, die gnädige Frau kommt gleich. Ich bin überglücklich, zu Ihnen kommen zu dürfen. Oh,
die schönen Blumen. Bitte? Ich habe Sie zu mir gebeten, lieber Freund, weil ich mich gewissermaßen für Sie verantwortlich fühle. Schließlich sind Sie durch meine Schuld unter die Zeitungsleute geraten. Zwei Stück Zucker? Bitte. Darf ich mich erkundigen, wie es in Ihrem neuen Beruf geht? Doch. Kleine Berichte, Reportagen, was ich ihm schaffen kann, wenn Sie mir nicht dabei helfen. Ich soll Ihnen helfen? Aber herzlichst gern. Fangen wir gleich an. Schreiben Sie. Überschrift. Eine letzte Warnung. Die Tatenlosigkeit des Kolonialministeriums ist uns seit langem unbegreiflich. In einem Augenblick aber, da andere Mächte ihre Augen begierig auf die Schätze Marokkos werfen, wird sie zum Skandal. Unsere Geduld ist erschöpft. Aber Sie schreiben ja gar nicht. Ich kann nicht. Was heißt das? Weil ich da nicht ansehen kann. Aber das sollen Sie gar nicht. Ich muss es. Denken Sie, ich bin aus Holz? Sie laden mich ein, Sie empfangen mich in einem Kleid, das einen heiligen Versuchung führen würde. Und dann sagen Sie einfach, schreiben Sie. Doch keine Schreibmaschine. Lieber Freund, hören Sie mir einmal gut zu. Ich werde nie Ihre Geliebte werden. Verstehen Sie? Niemals. Es ist absolut unnütz, dass Sie sich darum bemühen. Glauben Sie mir. Es ist besser so. So, und nachdem wir das hinter uns haben, wollen wir gute Freunde sein, wahre Freunde, ohne jeden Hintergedanken abgemacht. Und nun wollen wir arbeiten. Solche Artikel müssen Sie schreiben, mein Lieber. Sie lassen nach, Forrest, Ihre Scheidung ist Ihnen nicht gut bekommen. Ich halte es für das Beste, wenn Sie ein bisschen verreisen. Ich habe da eine sehr schöne Aufgabe für Sie. Fast eine Ferienerholung. Es lässt sich nun mal nicht leugnen, mein Lieber. Dürer hat zurzeit die besseren Informationen. Seine Hoheit, der Kaid von Marrakesch. Ich lasse bitten. Roet, womit kann ich Ihnen dienen? Ahla wa sahlan. Was sagt seine Hoheit? Seine Hoheit, der Kaid von Marrakesch, beglückwünschte Eure Exzellenz namens und im besonderen Auftrage unseres erhabenen heiligen Herrschers, des Großherrn und Sultan von Marokko, zu Eurer Exzellenz Ernennung zum Minister der erhabenen Republik Frankreich. Oh, ich bin entzückt, seine Hoheit begrüßen zu können. أهلا وسهلا ومرحبا أنا ممنون جدا بالعظم والحفا والكرم الذي لقيته في باريس ومدينتكم جميلة في المدن العالم ونشكركم. Was sagte seine Hoheit jetzt? Sagte danke. Ihr Besuch wurde mir als äußerst dringlich gemeldet. Darf ich den Anlass erfahren? Wir schätzen Eure Exzellenz als großen Kenner unseres Landes. Jedoch mit gewissen Sorge haben wir nun von einem Schlagwort gehört, das Sie, Exzellenz, seinerzeit als Abgeordneter geprägt haben. Marokko, den Franzosen. Indessen, Exzellenz, wir hoffen aufrichtig, dass die Tatenlust des Abgeordneten durch den Scharfsinn des Herrn Ministers auf das rechte Maß zurückgeführt werden wird. Oder irren wir uns? Wenn Sie damit andeuten wollen, dass ich als Minister meine Ansichten ändere, so vermuten Sie falsch. Ich bedauere ferner, dass Sie mein Interesse an Marokko als Schlagwort bezeichnen. In Wahrheit ist es nämlich mein Programm.
Ein Programm im Namen Frankreichs. Eine Ojarfa. Willkommen. Wie bitte? Seine Hoheit sagt, dass er voll Bewunderung ist für Ihre Charakterfestigkeit. Weniger für Ihre Klugheit. Was soll das heißen? Exzellenz, wir wissen, dass Sie an großen Landkäufen in Marokko beteiligt sind. Wir haben Unterlagen dafür. Dürfen wir uns widersetzen? Bitte, bitte, natürlich. Es ist natürlich klar, Exzellenz, dass diese Spekulation sich nur dann bezahlt macht, wenn Ihr Programm tatsächlich durchgeführt wird. Das heißt, wenn Frankreich bei uns eingreift. Was gedenken Sie zu tun? Sollte es aber nicht dazu kommen, dann wünscht unser erhabener Herr, der Sultan, natürlich keineswegs, dass seinen Freunden daraus irgendein Schaden erwächst. Seine Hoheit der Kait ist ermächtigt, Eurer Exzellenz eine sehr hohe Entschädigung zu zahlen, die jeden Ihnen etwa entgehenden Gewinn mehr als wettmacht. Ich werde überlegen und entsprechend den wahren Interessen meines Landes entscheiden. Sufi Yeftekar. Kullu kalam tayyib. Seine Hoheit ist nach wie vor voll Bewunderung für den Charakter Eurer Exzellenz. Er bittet inständig um Verzeihung, dass er einen Augenblick an Ihrer Klugheit zu zweifeln wagt. Vorgänger? Ja, da werde ich auch einmal hängen. Sicher, aber es eilt nicht. Schwierigkeiten? Nein, Bedenken. Marokko? Mhm. Man will dich hindern einzugreifen. Nein, ich selbst habe mich überzeugt, dass jetzt noch nicht der rechte Zeitpunkt dafür da ist. Wieso? Im Interesse Frankreichs. Es wäre ein Abenteuer. Und dein Programm? Meine frühere Tatenlust als Abgeordneter muss jetzt durch den Scharfblick des Ministers gezügelt werden. Aber was wird dann aus deinen marokkanischen Besitzungen? Man muss Opfer bringen. Ich werde verkaufen. Du bist ein wahrer Patriot. Ich hoffe es. Leider wird es die Leute nicht hindern, dich anzugreifen. Möglich. Nein, nein, völlig sicher, wenn du so plötzlich umfällst. Ja, so. Du drückst dich aber reichlich drastisch aus. Aber dem Sinn nach richtig. Keineswegs. Davon könnte man sprechen, wenn ich morgen mein eigenes Programm bekämpfen würde. Daran denke ich aber gar nicht. Das wäre charakterlos. Nein. Das muss von einer anderen Seite kommen. Kleine Angriffe, patriotische Warnungen, Kritik an meiner Richtung. Und erst danach werde ich mich ganz allmählich und nach ernsthafter Prüfung diesen Einwänden nicht länger verschließen. Mit anderen Worten, du willst zuerst die Öffentlichkeit auf deine Sinnesänderung vorbereiten. Richtig. Und selbstverständlich an unverdächtiger Stelle, wie etwa der Vie Française. Los, meine Liebe, dein Schützling Duroy muss wieder in Aktion treten. Ich weiß nicht recht. Der lernt ein wenig zu. Vielleicht würde ihn solch eine plötzliche Schwenkung argwöhnisch machen. Ach, Forestier war anscheinend bequemer. Sag mal, arbeitest du eigentlich viel mit diesem Duroy? Oh doch, hin und wieder. Ist er nicht verliebt? Er respektiert mich. Hm. Der Junge sieht auch ganz passabel aus. Nach deinem eigenen Urteil nicht einmal dumm. Walter hat ihn zum Chefredakteur gemacht. Heirate ihn doch. Madeleine, das ist sogar eine ausgezeichnete Idee. Auf die Art behalten wir den Jungen ganz in der Hand. Und du bist wieder Frau Chefredakteur. Ist das dein Ernst? Aber natürlich, das ist überhaupt die Lösung. Alles bleibt beim Alten. Gut. Wenn du meinst, ich kann ja einmal mit ihm reden.
Lieber Duroy. Oh, die schönen Blumen. Reizend, dass Sie gekommen sind. Die Frau wissen doch, wie dankbar ich bin, wenn ich kommen darf. Nur dankbar? Selbstverständlich auch beglückt. Sie haben sicherlich wieder sehr interessante Informationen für mich. Bitte, ich bin bereit. Nein, nein, heute wird nicht gearbeitet. Heute habe ich Sie einmal zu einem gemütlichen Teestündchen gebeten. Zwei Stück Zucker, nicht wahr? 1000 Dank. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. 6 Tage. Nee, vielmehr genau 5 Tage und 18 Stunden. So genau wissen Sie das? Ja, es war schon nach Mitternacht, als wir den Artikel zur Kabinettsumbildung beendeten. Ach ja, richtig. Sie erlauben, dass ich mich ein wenig lege? Sie fühlen sich nicht wohl? Doch, doch. Nur ein wenig matt. Dieses ewige Alleinsein. Seit meiner Scheidung. Forestier ist sicher auch nicht glücklich. Sprechen wir von Ihnen. Was treiben Sie immer? Viel Arbeit. Ich habe Ihre letzten Leitartikel gelesen. Ausgezeichnet. Danke. Als Ihr Schüler bin ich glücklich, das von Ihnen zu hören. Keine falsche Bescheidenheit. Wirklich, lieber Freund. Sie haben erstaunlich schnell begriffen, was Journalismus ist, was das Publikum will. Ist jetzt kein Kunststück mehr. Wieso? La Roche ist Minister, Marokko den Franzosen, das versteht jeder. Unsere Meinung hat gesiegt. Aber auf solchen Lorbeeren darf ein Zeitungsmann nicht ausruhen. Wie meinen Sie das? Sich nicht festlegen, um keinen Preis langweilig werden. Amüsant bleiben, angreifen. Ja, wen denn? Warum nicht zur Abwechslung einmal Herrn La Roche unter die Lupe nehmen und sein Programm? Aber das ist doch undenkbar. Warum? Man kann doch nicht plötzlich das Gegenteil schreiben wie bisher. Nein, nein, das natürlich nicht. Aber lieber Freund, wir sind schon wieder mitten in der Politik. Sie wollten mir doch von sich berichten, von Ihrem persönlichen Leben. Oh, da ist nicht viel zu erzählen. So? Da habe ich einen ganz anderen Eindruck. Ich denke an eine gewisse ziemlich romantische Kahnfahrt. Och, die ist längst zu Ende. Ja, ich hörte davon. Kommen Sie doch näher. Und nun gondeln wir ganz alleine durch das Weltmeer Paris? Ganz allein. Macht das Spaß? Was soll ich sonst tun? Landen. Gefährliche Sache. Nicht für den kundigen Seemann. Wahrscheinlich bin ich keiner. Es scheint so. Eben. Was sind Sie überhaupt? Sind Sie aus Holz? Bei Gott nicht. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis. Wieso? Ich werde nie Ihre Geliebte werden. Verstehen Sie? Niemals. Es ist absolut unnütz, dass Sie sich darum bemühen. Ich werde auch niemals Ihre Geliebte. Aber es gibt doch noch etwas anderes. So halten Sie doch schon um meine Hand an. Und Sie bitte darunter, gnädige Frau. Frau Duroy, ich gratuliere. Mein Herr, ich gratuliere. Schläft die gnädige Frau noch? Ich glaube ja. Soll ich Sie wecken? Nein, nein, lassen Sie nur. Liebling in dich heute früh. Und ich sag dir mit Musik, du allein, du bist mein Glück.
Und ich sag dir mit Musik, du allein, du bist mein Glück, bist die reizendste Frau von der Welt. Komm zu mir auf der Stelle, komm und küsse mich ganz, ganz schnell. Denn wenn du mich jetzt küsst, bin ich glücklich wie noch nie. Komm sofort, Gruß und Kuss, dein Bellamy. Liebling, ein Ständchen wie Reiz, und so bin ich noch nie im Leben geweckt worden. Hast du gut geschlafen? Himmlisch. Komm, ich habe einen Riesenhunger. Küss mich! Danke, nein, ich komme gerade vom Mittagessen. Komisch, dass Leute, die eine Zeitung schreiben, nachher noch neugierig sind, was drinsteht. Na? Was schreibt denn dieser Herr Duroy heute über Marokko? Er warnt. Wovor? Vor einem Abenteuer. Sag mal, hast du nicht neulich noch gerade das Gegenteil geschrieben? Eigentlich ja, aber Madeleine findet, jetzt müsste man warnen. Sie sagt... Madeleine findet, Madeleine sagt, ach, ich hasse sie. Du bist doch nicht damit eifersüchtig. Na, natürlich. Sie ist ja immerhin deine Frau. Na, aber Liebste, du weißt doch genau, wie lange meine Ehe wirklich eine war. Genau 3 Tage. Na eben. Und dass sie längst nichts mehr ist als eine Arbeitsgemeinschaft. Aber über diese 3 Tage werde ich nie hinwegkommen. Ach, wenn ich daran denke, bin ich die unglücklichste Frau der Welt. Denk nicht daran. Ich will aber daran denken. Nun, das sage ich dir, wenn du dich nicht bald scheiden lässt, weißt du, was ich dann tue? Genau, du kaufst dir eine neue Trauerrobe. Nein, ich nehme einen alten, dicken Kerl und heirate ihn. Liebst, du bist krank, du musst auf andere Gedanken kommen. Was hast du heute Abend vor? Nichts. Ich meine, was wirst du tun? Ich werde weinen. Schade. Ich habe Karten zur neuen Tabara-Revue. Ah, Herr und Frau Duroy, du gehst mit ihr? Nein, mit dir. Oh, Liebling. Sie macht ihm tatsächlich eine Szene. Du entdeckst ja plötzlich ein sonderbares Mitgefühl für deinen Mann. Na, hör mal, du hast dich, weiß Gott, nicht zu beklagen. Ich bin die schlechteste Ehefrau, die man sich denken kann. Ich muss ihm helfen. Madeleine, erlaube mal. Willst du mir vielleicht auch eine Szene machen? Was wollen Sie denn hier? Erlauben Sie, Georges ist mein Mann. Da! Aber ich sei doch gut. Jetzt aber raus! Rühr mich nicht an! Ich will dich nie wiedersehen! Nie wieder, du! Du!
Schon wieder ein Artikel gegen dein Programm. Aha, natürlich wieder Duroy. Wer ist dieser Mensch? Ein Journalist. Aber früher schrieb er doch immer begeistert für dich. Und jetzt jeden Tag diese Angriffe? Sein Metier, Susanne. Was für ein schmutziges Geschäft. Sich dafür bezahlen lassen, dass man über andere herfällt wie ein böser Hund. Susanne, davon verstehst du nichts. Das ist eben Politik. Mag sein, aber dieser Herr Duroy hat doch sonst einen üblen Ruf. Du ahnst gar nicht, was man sich von dem alles erzählt. So? Was denn? Das ist ein Bellamy. Ach, was stellst du dir denn darunter vor? Nur ein Mann, der verheiratet ist und trotzdem mit jeder anderen Frau... Susanne, um Himmels Willen, mit welchen Leuten bist du zusammen? Was für Bücher liest du? Krieg dich doch nicht auf, Papa. Diese modernen Mädchen. Ich sorge mich doch nur deinetwegen, Papa. Weil du viel zu anständig bist. Ach, Susanne. In deinem Alter ist alles so einfach. Da gibt's nur Schufte oder Helden. Später sind die Helden längst nicht so edel und die Schufte halb so schlimm. Jeder kann einmal in eine schiefe Lage kommen. Du nicht, Papa. Auf Wiedersehen, ich fahre jetzt spazieren. Los, weg, weg! Was ist denn hier los? Ganz ruhig, ganz ruhig. So, ein braves Pariser Pferdchen spielt hier den wilden Berberhengst. Tausend Dank. Das war sehr nett von Ihnen. Na, sind noch mal gut abgegangen. Soll ich nicht lieber ein Stück mitkommen? Wie denn? Ach ja, schade. Wirklich schade. Darf ich Sie wenigstens wiedersehen? Ich fahre jeden Tag hier spazieren, um dieselbe Zeit. 24 Stunden soll ich warten? Vielleicht sind Sie heute Abend auf dem Opernball. Wenn Sie dort sind, bestimmt. Also, bis heute Abend. Ich trage ein lila Kleid mit kleinen Blumen. Was gibt's denn? Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich noch am Leben bin. Nett, mein Kind, aber im Augenblick ist das... Beinahe hättest du mich nicht wiederbekommen. Himmels Willen, was ist denn geschehen? Caligula wurde wahnsinnig. Er fühlte sich plötzlich als Berberhengst und ging mit mir durch. Ich sah mich schon mit zerschmetterten Gliedern meinen armen Geist aufgeben. Und dann? Und dann? Alles rannte davon, schreiend vor Angst. Nur einer stand plötzlich vor meinem Wagen, packte das Pferd mit kühnem Griff und es stand. Gott sei Dank, ein mutiger Bursche. Ein Held, Papa. Siehst du hast immer gesagt, es gäbe keine mehr. Wiedersehen. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Stranow. Bitte sehr. Wir sprachen vorhin... Vom Verkauf Ihrer Werte. Richtig. Es ist mir unverständlich, dass Sie damit noch nicht weiter sind. Tja, Exzellenz, das Objekt ist sehr groß und Marokko ist weit. Sie müssen bis morgen verkaufen, Stranow, unter allen Umständen. Es ist für mich einfach nicht tragbar, noch länger. Ihre ethischen Beweggründe kenne ich, Exzellenz. Aber wozu diese plötzliche Eile? Ich berühre morgen im Parlament die Marokko-Frage in entscheidender Weise. Na also, das ist ein Typ. Damit kann man was anfangen. La Roche geht nach Marokko. Dazu würde ich nicht raten. Das ginge vielleicht zu weit. Hm. Aber dass morgen die Entscheidung fällt, das darf ich doch wenigstens sagen. Das, ja. Das genügt, hoffentlich. Ihr Programm ist ja bekannt, ebenso wie die Unwandelbarkeit Ihrer Ansichten. Was wollen Sie damit sagen? Nichts, nur, dass ich froh bin, eine Chance zu sehen. Ich habe da einen bestimmten Interessenten im Auge. Hallo, Walter, wie geht's? Glänzend. Leitartikel schon gelesen? Nicht mit Gold aufzuwiegen, dieser Duroy, was? Die übliche Attacke. Wozu? Mit Marokko lassen sich ganz andere Geschäfte machen. Wer dort Ländereien besitzt, der wird's verdienen. Sicher, aber erst, wenn La Roche ernst macht. Er wird. Oh. Ausgerechnet, seit Wochen redet er nur drum rum. Ich weiß es ab. Woher? Oh Gott, man hat so seine Informationen. Aber wenn Sie es nicht glauben, fragen Sie doch selbst. Wen? La Roche, Sie haben doch eine Zeitung. Lassen Sie ihn interviewen. Ist Duroy im Hause? Er soll sich sofort melden, wenn er kommt. Wenn das stimmt, müsste man sich wirklich umsehen. Wonach? Nach Marokko werten. Huh,
völlig zwecklos. Mir wird heute noch ein Quadratmeter hergeben, wo das Geschäft seit Wochen in der Luft liegt. Stranow, alter Gauner, wenn einer da noch was machen kann, dann sind Sie es. Ausgeschlossen. Sie sollen von Ihnen doppelte Provision. Sehr schwer. Rennen Sie, machen Sie, treiben Sie auf. Geld spielt keine Rolle. Ich werde mich bemühen, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Hallo, Dürer? Nein, immer noch nicht da. Jawohl. Also wirklich, Forestier, Ihr Bericht über die neue Feuerspritze von Perpignan hatte den Schwung Voltaires. Macht nur eure Witze. Das Landleben hat auch seine Vorzüge. Lassen Sie ihn. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Was wollte der Alte? Nichts wieder Dürer. Ah. Schon 10:30 und der Herr Chefredakteur noch nicht im Amt? Sonderbar. Wieso? Vormittags hat seine Frau die besten Einfälle. Das sollten Sie doch noch wissen. Morgen. Nanu Forestier, das ist eine Überraschung. Der Chefredakteur. Er macht doch keinen Unsinn. Der Alte hat schon zweimal nach Ihnen gefragt. In Ordnung, komm rauf, nicht die Garde bei mir, alter Junge. Noch immer eingeschnappt, kommt gar nicht in Frage. Wir wollen die alten Sachen vergessen. Wie geht es dir? Danke. Na, dich braucht man ja gar nicht erst zu fragen. Du strahlst ja förmlich. Ja, ich bin selig. Sag mal, Forestier, warst du schon jemals in deinem Leben verliebt? Ich meine so richtig, aus ganzem Herzen verliebt. Es gibt noch Wunder. Ist monatelang verheiratet und schwärmt noch wie ein Schuljunge. Ach, du meinst Madeleine? Nein, nein, nein. Madeleine und ich, wir sind ja gut, wir arbeiten zusammen, wir... Was brauche ich dir lang zu erklären? Du weißt doch das alles. Nein, nein, Forrest, ich habe ein Mädchen kennengelernt. Ein Mädchen. Das schönste Mädchen von ganz Paris. Dua, ja, Walter? Wann? Eben. Ich verstehe. Das ging aber schnell. Ja, sofort. Was? Deine Verliebtheit. Verliebtheit? Ich liebe sie. Du ahnst ja nicht, wie bezaubernd sie ist. Wer ist sie denn? Keine Ahnung. Oh. Ich werde sie heiraten. Sehr interessant. Und was wird Madeleine dazu sagen? Ja, was wird sie sagen? Ich muss mit ihr reden. Heute noch. Wir werden uns trennen. Aber das wird gar nicht so leicht sein. Nervös? Keine Spur. Die Rede sitzt. Jeder muss morgen meinen neuen Standpunkt verstehen. Dank deiner genialen Vorbereitung. Hoffentlich. Es geht auch nichts über eine gute Ehe. Sag mal, hat er eigentlich nie etwas gemerkt? George? Ja. Nie. Manchmal tat er mir fast leid. Es wäre eigentlich anständig, ihn ein wenig zu entschädigen und ihm jetzt eine gute Frau zu sein, findest du nicht? Madeleine, so etwas sagt man nicht einmal im Scherz. Ja? Herr Duroy. Wer? Herr Duroy wünscht Exzellenz dringend zu sprechen. Einen Augenblick. Ich werde klingeln. Bitte, treten Sie näher. Exzellenz, unser Blatt hat in der Marokko-Frage in letzter Zeit allerdings eine etwas andere Haltung eingenommen als Sie. Aber lieber Freund, ich habe volles Verständnis für Freiheit der Meinung. Also, was führt Sie zu mir? Exzellenz, unser Blatt würde es als besondere Ehre betrachten, den Text Ihrer morgigen Kammerrede schon heute zu erhalten. Ausgeschlossen. Bedenken Sie doch, was für eine andere Zeitung zu einer solchen Bevorzugung sagen, zumal auch die Vie Française ein völlig unabhängiges Organ ist. Schade, Exzellenz. Könnte ich wenigstens einige Angaben über den Inhalt Ihrer Rede bekommen? Tut mir leid, doch das ist unmöglich. Dann bitte ich um Verzeihung, gestört zu haben. Darf ich vielleicht nur das eine wissen? Werden Sie morgen etwas Entscheidendes über Marokko sagen? Ja, so viel kann ich Ihnen immerhin verraten. Ich danke. Leben Sie wohl, Exzellenz. Leb wohl, Madeleine!
suchst du denn? Sie ist doch hier. Ach so, die Neue. Und unsere arme Madeleine sitzt zu Hause. Verlassen. Zu Hause stimmt. Hast du mit ihr gesprochen? Nicht direkt. Hallo, Duroy. Nun, was hat La Roche gesagt? Wenig. Wieso, konnten Sie nichts erfahren? Ja, erfahren habe ich allerlei. So reden Sie doch. Fällt Ihnen morgen die Entscheidung? Ja, das habe ich auch erfahren. Na also, darf ich vorstellen? Oh, wir kennen uns ja, nicht wahr? Ich bin entzückt. Jetzt fällt auf. Ja, kommen Sie mal rein, mein Lieber. Einen Walzer habe ich noch frei. Bemühe dich nicht zu spät darum. Ich werde mich bemühen, später. Wie sprichst du denn mit deiner zukünftigen Chefin? Oh, ich gratuliere. Warum bist du denn so zappelig? Ich bitte um Verzeihung. Na, endlich. Was endlich? Er hat sie gefunden. Wen? Die neue Herzdame. Ach, was ist das einmal? Entschuldigen Sie, meine Herren, aber dieser Tanz gehört schon einem anderen. Keine Ahnung. In Ordnung. Sprecht ihr noch lange von Geschäften? Schon fertig. Komm, Täubchen. Stoß mit uns an. Morgen ist dein kleiner Walter um einige Millionchen schwerer. Los, alter Freund. Erheben wir unser Glas auf das Wohl des braven La Roche und seiner gesegneten Marokko-Politik. Sie sind noch viel schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Und sie tanzen noch besser, als ich hoffte. Tüchtiger Mann, Ihr Chefredakteur. Wieso? Hat die veränderte Lage sofort erfasst und macht nun der Tochter seines bisherigen Gegners den Hof. Wie? Die junge Dame ist? Suzanne La Roche. Oh. Müssen wir dahin? Nein. Fliehen wir. Ihr Stammschloss, mein unbekannter Herr Ritter? Die Burg meiner Väter, edle Herrin. Was tun Sie? Der Ritter bringt seinen kostbaren Raub in Sicherheit. Also gefangen. Entführt und gefangen. Ich bin euch darum nicht gram, mein edler Herr Ritter. Habt ihr mich doch vor dem wilden Tier gerettet. Was begehrt ihr dafür zum Lohne? Könnt ihr es nicht erraten, Prinzessin? Eine arme Gefangene darf sich nicht wehren. Mein lieber Duroy, Ihr Leitartikel morgen muss eine Hymne auf Herrn La Roche werden. Ja, aber... Ich weiß, wir haben seine Exzellenz zuweilen angegriffen, aber morgen ist er der Held des Tages. Jetzt ist der Augenblick da, sein Programm anzuerkennen. Marokko, den Franzosen, also feiern Sie ihn. Kein Ausdruck ist stark genug. La Roche als Politiker, als Patriot, als Familienvater. Familienfall ist ausgezeichnet. Darf ich jetzt... Selbstverständlich, mein Lieber, alles weiter überlasse ich Ihrer Tüchtigkeit. Ich bitte um Entschuldigung, mein Fräulein. Prinzessin, verzeihen Sie, Ihr Ritter hat leider noch einen Beruf. Einen traurigen. Was meint sie? Dass Sie den schmutzigsten und ekelhaftesten Beruf von der Welt haben. Aber ich bitte Sie... Und dass Sie darin Meister sind, Herr Georges Duroy. Ach, Sie haben eben... Sie vermuten ganz... Ich vermute nicht, ich weiß. Gestern für, heute gegen, morgen wieder für. Sie liefern prompt, was man bei Ihnen bestellt und bezahlt. Ich verabscheue Sie. Bellamy. Na, aber ist ja alles Unsinn. Ach, wie ich Sie hasse. Ich liebe Sie. Sie lieben mich? Sie sind ja verheiratet. Lassen Sie mich scheiden. Heiraten, scheiden, wieder heiraten. Das geht bei Ihnen wohl so schnell wie das Wechseln der Gesinnung. Oder wollen Sie vielleicht leugnen, dass Sie Ihre Meinung ändern, wie es gerade gebraucht wird? Sie haben recht. Es muss Ihnen so erscheinen.
Aber glauben Sie mir, ich habe keinen Vorteil davon gehabt. Ach, Sie sind ein Idealist. Nein, ein Dummkopf. Seit heute weiß ich es. Und man hat meine Dummheit ausgenutzt. Vielleicht soll noch ein anderer schuld sein an Ihrer Charakterlosigkeit. Jawohl. Ich kann es in dem Augenblick nicht beweisen. Aber es ist so. Ach, bitte. Lassen Sie mich hinaus. Fräulein Susanne, wo haben Sie den nur gesteckt? Mein Tanz? Nein, meiner. Na, und ich bitte, meine. Meine Herren, verzeihen Sie, aber ich muss gehen. Bitte, nur ein paar Takte. Komm, rette mich. Ich komme mir schon vor, wie in die Sklaverei verkauft. Komm. Das ist ein guter Freund von mir. Ha? Was sagst du? Ich unter lauter Wilden? Aber keine Sorge, die verstehen nur Afrikanisch. Dabei sollen es ganz große Tiere sein. Der eine, glaube ich, ist der Häuptling. ومتى نأخذ الاستقلال نفوز بهذه المعركة؟ أتركنا من الحمير. Schau dir das an. Ich sterbe hier vor Langeweile und die unterhalten sich großartig, diese Menschenfresser. Es ist wirklich unglaublich. Sei doch mal still. بكرة لنا يوم عظيم عيد الحرية والاستقلال وهذا وزير المستعمرات ربحناه بدراهم معدودة وسيكون لنا حصلناه وربحناه بثمن قليل. بكرة بيعرض منهاجه في المجلس الفرنسي وتكون مراكش المراكشيين. Aber einen Wagen? Einen Augenblick! Fahren Sie weiter! Ich werde Ihnen beweisen, dass Sie mir Unrecht getan haben. Jetzt kann ich es! Lesen Sie morgen die Vie Française. Ah, ich warte schon auf Sie. Herr Walter hat mir Bescheid gesagt. Großer Lobgesang auf den Kolonialminister. Lobgesang. Schreiben Sie. Überschrift des Leitartikels. Die Wahrheit über La Roche. Der Kolonialminister, ein Schieber. Und derselbe Herr La Roche, der so oft gefordert hat, Marokko den Franzosen, wird zur selben Stunde, wo dieses Blatt erscheint, auf der Parlamentstribüne stehen und sagen, Frankreich kann sich ein Abenteuer, dessen Ausgang ungewiss und dessen wirtschaftliche Ergebnisse höchst zweifelhaft sind, im Augenblick nicht gestatten. Die Regierung hat sich nach reiflicher Prüfung der Lage meinen Vorschlägen angeschlossen. Die Marokko-Frage wird vorläufig vertagt. Morgen Duroy ist ja ein toller Kerl. Hast du auch, Max? Immer fällst du die Treppe herauf. Was meinst du? Tu doch nicht so. Ich habe sie ja nun gesehen, deine neue. Allerhand. Erst Chefredakteur, jetzt auch noch der Schwiegersohn des Herrn Ministers. Gratuliere. Und ein reizendes Mädchen ist sie außerdem. Was faselst du da? Von wem sprichst du? Na, von deiner neuen großen Liebe, Suzanne La Roche. Um Himmels Willen. Anhalten! Sofort anhalten! Anhalten! Die Ausgabe darf nicht erscheinen! Zu spät, Herr Chefredakteur. Die ersten 20.000 Exemplare sind schon auf der Straße. Alles verloren, ich bin ruiniert, dieser Schuft. La Vie Française, soeben erschienen. Sensationeller Artikel über La Roche. Danke. Und ich, Trottel, habe doch eine Hymne auf ihn schreiben lassen. Thank you.
jetzt eine exzellente Kleinigkeit, an diesen lächerlichen Angriff zu entgreifen. Vollkommen ausgeschlossen, meine Herren. Seine Exzellenz kann im Augenblick keine Erklärungen abgeben. Durand! Wo ist Durand? Ich will ihn adoptieren. Keine Ahnung. Wir brauchen ihn selber. Draußen ist alles voll. Jeder will ihn sprechen. Er ist der Held des Tages. Die Leute sind nicht mehr zu halten. Sie wollen ihn feiern. Na, was ist los? Wohl ein großer Sieg verpasst, wie? Leider nein. Eine Niederlage? Viel schlimmer, gnädiges Fräulein, eine Hinrichtung. Was? Ich werde Ihnen beweisen, dass Sie mir Unrecht getan haben. Lesen Sie morgen die Vie Française. Wo ist Papa? Ja, mein Kind. Du wirst doch nicht... Doch, ich werde. Jagen und angeln. Das wird mein Programm für die Zukunft sein. Und du verteidigst dich nicht? Dein Vater ist alt geworden. Ja, ist es denn wahr, was hier steht? Wahr? Wahr ist, was man glaubt. Unwahr alles, was man bestreitet, mein Kind. Und du? Was wirst du tun? Ich werde angeln. Ja? Gnädiges Fräulein, ein Brief. Von wem? Von deinem Henker. Duroy? Du kennst diesen Herrn? Ja. Dann kannst du ihm gratulieren. Er hat mich voll getroffen. Papa. Es ist gut, mein Kind. Ich bin nur müde und traurig. Marokko, den Franzosen. Jetzt wird mein Programm in noch schlechtere Hände kommen. Marokko, den Franzosen. Das ist von heute an unsere Devise. Wir alle als Besitzer von Marokko werden, haben die heilige Pflicht, die uns jetzt gebotene Chance zu nützen. Bravo, bravo, bravo. Wir müssen unmittelbaren Einfluss auf die Regierung nehmen. Und ich glaube, im Sinne von Ihnen allen zu sprechen, wenn ich behaupte, für unsere Interessen gibt es keinen besseren Mann als Georges Duroy. Ich selbst werde ihn zu meinem Teilhaber machen. Und Ihnen schlage ich vor, gemeinsam die Kosten zu bestreiten und Duroy als Deputierten wählen zu lassen. Duroy ist nicht zu finden, weder zu Hause noch sonst wo. Ein Mann kann doch nicht am hellen Tag in Paris verschwinden. Laufen Sie, suchen Sie. Es geht um Frankreich. Fräulein La Roche. Ah, mein Fräulein. Wo ist Duroy? Ja, das hoffe ich von Ihnen zu erfahren. Wir haben telefoniert vergeblich. Duroy ist unauffindbar. Ja, das gibt es doch nicht. Das ist unmöglich. Sie haben ihn doch nur vor 2 Stunden gesehen. Was sagt er? Was tat er? Nichts. Er telefonierte. Wohin? Ich glaube, er erkundigte sich, wie die Züge gehen nach Marseille. Na, ausgeschlafen? Danke, Fräulein Jussard. Schweigen Sie! Wohin geht denn die Reise? Nach Marseille. Und dann weiter nach Marokko. Und dort? Wird sich finden. Haben mir immer 5000 Francs gewünscht. Dazu habe ich es wenigstens gebracht. Wenig.
Für ein Bellamy. Fräulein Suzanne! Schweigen Sie, Sie sind ein schlechter Mensch. Herr Laroche ist mein Vater. Was Sie von ihm denken, habe ich gelesen. Es tut mir leid, dass Sie seine Tochter sind, aber ich konnte nicht anders handeln. Und ich hätte es wahrscheinlich auch getan, wenn ich es gewusst hätte. Was haben Sie damit erreicht? Eine Schiebung haben Sie aufgedeckt und die andere gefördert. Herr Walter triumphiert. Sein Geschäft blüht. Dafür kann ich nicht. Ach, und das empört Sie nicht? Doch, aber ich habe es nicht gewollt. Sie haben es nicht gewollt, damit ist der Fall für Sie erledigt. Wie? Wissen Sie überhaupt, was Sie gewollt haben? Oh ja, sogar sehr genau. Nun? Ihnen beweisen, dass Sie mir Unrecht getan haben, weil ich Sie liebe. Schreien Sie nicht. Was sagten Sie eben? Dass ich Sie liebe. Gut. Nur der Beweis ist etwas merkwürdig ausgefallen. Was wollen Sie denn noch? Sie sehen ja, ich ziehe die Konsequenzen und wandere aus. Sehr bequem, Herr Chefredakteur. Halb Frankreich wirbeln Sie durcheinander, ganz Paris stellen Sie auf den Kopf. Regierungskrisen schütteln Sie nur so aus dem Ärmel. Mich schreien Sie noch an und dann ziehen Sie einfach die Konsequenzen. Ich nenne so etwas feige. Sie sind nicht nur ungerecht, sondern auch herzlos. Mein Fräulein, mein Herr, ich bitte Sie, etwas leiser zu sein. Einzelne Herrschaften pflegen bereits der Ruhe. Aber ja. Was sagten Sie vorhin? Ich sagte, dass der Mann hat mich jetzt ganz rausgebracht. Warten Sie mal. Also ich sagte, Sie machen es sich bequem. Ja, weil ich sagte, ich wandere aus. Stimmt. Darauf sagte ich... Was sagte ich denn nur? Ja, was sagten Sie nur? Feige. Sagte ich Ihnen nicht, dass Sie feige sind? Ja, feige. Wunderbar. Feige! Sie sind hier ungerissen und auch herzlos. Sie sind hier ungerissen und auch herzlos. Sie wissen ganz genau, ich habe das alles nicht gewollt. Das haben Sie schon einmal gesagt. Außerdem ist es keine Entschuldigung. Sie haben das durcheinander angerichtet, jetzt müssen Sie es auch wieder in Ordnung bringen. Wie soll ich denn das? Sie werden aussteigen und sofort nach Paris zurückfahren. Ha, unmöglich. Ich verlange von Ihnen, dass Sie aussteigen. Soll ich vielleicht die Notbremse ziehen? Nicht sofort sollen Sie aussteigen, sondern auf der nächsten Station. Der Zug hält dich vor Lyon. Dann eben in Lyon. Was soll ich denn eigentlich in Paris? Herr Walter erwartet Sie dort. Er will Sie zu seinem Teilhaber machen und Sie als Deputierten aufstellen lassen. Ach, wohl damit ich die Schiebung noch besser fördere, wie? Nein, sondern damit Sie besser machen, was alle anderen verdorben haben. Wie soll ich denn das? Soll ich vielleicht im Ernst Deputierter werden? Warum denn nicht? Das kann ich doch gar nicht. Aber Minister stürzen, das können Sie. Das ist für Sie eine Kleinigkeit, wie? Das geschah doch für Sie, Suzanne. Dann werden Sie eben auch für mich Deputierter. Suzanne. Rühren Sie mich nicht an, sonst ziehe ich die Notbremse, Sie. Vatermörder. Doch. Lassen Sie mich. Nein, Sie sind ein schlechter Mensch. Lassen Sie mich frei. Hilfe, 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 Hilfe. Mein Herr, ich danke Ihnen. Wir brauchen nicht mehr bis Lyon zu fahren. Ich lasse bitten. Mein lieber Herr Minister, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrer Ernennung. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Walter, ich habe Sie hergebeten, um von unseren Geschäften zu sprechen. Bitte, ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Sie haben mich zu Ihrem Teilhaber gemacht. Ich verstehe, Sie wünschen eine Abrechnung. Hier. Danke. Ist die Liste vollständig? Jawohl. Mhm. Hören Sie gut zu, Herr Walter. Sie haben, wie ich hier sehe, für 13 Millionen marokkanische Werte gekauft. Ich biete Ihnen dafür 13 Millionen. Aber nur unter einer Bedingung, dass Sie sofort diese Übereignung an mich unterschreiben. Was soll das bedeuten? Das ist die einzige Form, in der ich meine Dankbarkeit Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Unterzeichnen Sie und Sie retten wenigstens Ihr Geld. Andernfalls garantiere ich für nichts. Es könnte sein, dass Frankreich in Marokko Maßnahmen trifft, die jede Spekulation unterbinden. Und dann sind Ihre 13 Millionen einem Pappenstiel wert, ne? Dankbarkeit ist eine Erpressung! Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich diskutiere nicht mit Ihnen. Ja oder nein? Ja. Sie wollen das Geschäft alleine machen. Bitte, ich beuge mich der Gewalt. Ich danke Ihnen, Herr Walter. Sie haben Frankreich einen Dienst erwiesen. Einen Augenblick.
Bringen Sie das sofort zu meinem Finanzminister und richten Sie ihm aus. Ich bin glücklich, nunmehr auch die letzte Möglichkeit einer privaten Spekulation mit unserer Marokko-Politik unterbunden zu haben. Mindestens 30 Millionen für Frankreich gespart. Ach ja, ich danke Ihnen. Darf ich bitten? Ich gratuliere dir, Georges. Danke. Komm, setz dich. Nein, nein, einen Minister darf man nicht zu lange stören. Das weiß ich noch. Und du, Georges, wie fühlst du dich hier? Danke. Man tut, was man kann. Wie geht es dir? Danke. Ich bin viel allein. Und La Roche? La Roche? Von dem bekomme ich jede Woche ein Paket. Immer die schönsten Früchte der Jahreszeit. Melonen, Auberginen, manchmal auch Forellen. Er hat sich auf sein Gut zurückgezogen, pflanzt Kohl und Angel. Von Politik will ich nichts mehr wissen. Und du, Georges, hast du eine Geliebte? Oh ja. Ich beneide sie. Weshalb? Weil ich nur immer deine Frau war. Und niemals deine Geliebte. Ich danke dir, Madeleine, für alles. Du warst trotzdem mein schönstes Erlebnis. Übrigens, George, in den nächsten Tagen kommt ein junger, sehr begabter Journalist zu dir. Sei nett. Gib ihm ein Interview. Madeleine, Madeleine. Er soll kommen. Ich bin überzeugt, dass er einen ausgezeichneten Stil schreibt. Darf ich bitten? Ich komme nur ganz schnell vorbei, um zu gratulieren. Nein, wer hätte das gedacht? Mein Bellamy als Minister. Ich habe leider gar keine Zeit, diese Proben und diese Konferenzen mit den Managern entsetzlich. Sag, wie fühlst du dich hier? Wie ein Zahnarzt mit Kassenpraxis. Lauter Wartezimmer und alle voll. Ich will dich gar nicht aufhalten. Einen Augenblick, kleine Rachel. Ich bin noch in deiner Schuld. £20? Du weißt doch noch, mein erster Frack. Ach, wie reizend. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein gutes Gedächtnis hast. Sag, Bellamy, hast du eine Geliebte? Ja, kleine Rachel. Oh. Aber du warst mein schönstes Erlebnis. Leb wohl, Bellamy. Und bleib der gute Junge, der du gewesen bist. Darf ich bitten? Bellamy, ich gratuliere dir. Liebste ganz in Schwarz. Wen betrauerst du? Walter, ich habe ihn verlassen. Bin ich die Erste? Nein, beinahe die Letzte. Ich weiß, du schläfst gerne lange. Verzeihung. Ah, du hast eine neue Geliebte. Und da sagst du mir so ruhig ins Gesicht. Wo ich weit herverlassen habe, deinetwegen. Wo ich gekommen bin, dir zu verzeihen. Oh, ist sie jung? Ist sie hübsch? Du sag mir doch wenigstens, wer sie ist. Oh. Darf ich vorstellen? Meine Geliebte, Madame La France. Verzeihen. Meine Geliebte ist sehr eifersüchtig. Du hast dich sehr verändert, Bellamy. Also dann, leb wohl. Leb wohl. Ich danke dir. Du warst mein schönstes Erlebnis. Oh. Hast du alles erledigt, George? Ich glaube,
Meine Geliebte ist sehr zufrieden mit mir. Und was sagt meine kleine Gemahlin? Sie ist auch sehr zufrieden. Hast du schon unterschrieben? Unterschrieben, was denn? Aber Schorsch, dein Abschiedsgesuch natürlich. Ach ja, richtig, natürlich, stimmt ja. Hat das nicht noch ein wenig Zeit? Nicht eine Stunde. Du hast selbst gesagt, dass du alles erledigt hast, was zu tun war. Und damit ist Schluss. Jetzt will ich dich endlich für mich haben. Schorsch, du willst doch nicht etwa Minister bleiben. Schorsch, meine paar Tage... Das ist gegen unsere Abmachung, mein Lieber. Gut, wenn du nicht unterschreiben willst, dann werde ich eben einfach mit dem Präsidenten der Republik telefonieren. Um Himmels Willen, nein. Ich unterschreibe ja schon. Na schön. 24 Stunden, Minister. Einen Trost habe ich wenigstens. Ich werde in die Geschichte eingehen. Als der kürzeste Minister, den Frankreich je gehabt hat. Aber du bist kein Minister. Du bist ein Bellamy. Erlaube mal. Mein Bellamy.